Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Wir wollen noch ein bisschen mit Hawkins sprechen. Und zwar, der hat ja bemerkt, dass mit uns was nicht stimmt. Wir sind ja tatsächlich von den Schatten heimgesucht worden, unsere Seele ist zerrissen. Er scheint das irgendwie zu spüren, seitdem wir ihn mit zu Mara genommen haben, keine Ahnung. Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Du hast den Namen Douglas fallen lassen. Was weißt du über ihn? Du hast den Namen Douglas fallen lassen. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass ihm Schreckliches widerfahren ist. Aha. Der Verrat und die Lügen haben sich seiner bemächtigt. Geht's auch weniger kompliziert? Ha! An dich verschwende ich keine weiteren Worte über ihn. Du bist zu blind, um das Offensichtliche zu sehen. Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Ich würde sagen, das hier. Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Hank lustig. Der kann auch ganz anders. Und das mit normalen Satz? Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Aha. Warum eigentlich nicht, ne? Können wir gleich mal machen. Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleuchtet werden. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich sehe. Bleib mir auf den Fersen. Wir werden es probieren. Ist das aber der Schädel von Hank, mit dem er immer redet? Könnte sein, oder? Wir haben hier einen Teleporter. Also können wir jetzt ruhig mal mit Hawkins mitgehen. Hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war's, aber dennoch nicht zu überhören. Ich höre nichts. Stimmt, ich höre auch ein Flüstern. Soll mal lügen? Na, ich höre nichts. Ich höre nichts. Du willst nur nicht hören? Das ist ein Unterschied. Ach ja, was genau hörst du denn gerade? Naja, also wenn ich genau hinhöre, dann... Ach, bring mich nicht aus der Fassung. Jetzt nichts. Lass uns weiter. Folge mir. Okay. Hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein. Ich weiß nicht mehr so genau. Das war nur dein Magen, sonst nichts. Ja, ich glaube, ich höre auch gerade was knurren. Ich will nicht lügen. Das war nur dein Magen, sonst nichts. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen. Ja, eben. Dann ist was. Du siehst aus, als könntest du ein ganzes Schwein verdrücken. Boah. Gut, dann genehmige ich mir einen Bissen. So, lass uns weitergehen. Das war wirklich nur ein Bissen. Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Ich glaube eher auch, dass das eine Spinne war. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Also reiß dich endlich zusammen. Aber... Oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Trink einen Schluck Rum. Das hilft immer. Na gut, wenn du meinst. Das belebt den Geist, als wenn sich ein Schleier lüftet. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Schon okay.
Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Der klare Schädel ist dir doch sicher etwas wert. Oh, na, jetzt wo du wieder normal bist, an was kannst du dich erinnern? Jetzt, da du wieder normal bist, an was kannst du dich erinnern? Mir kommen nur Spinnen in den Kopf. Ich denke, ich werde erst ein paar Rum brauchen, bevor die Erinnerungen klarer werden. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Ach, und wenn schon. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist wichtig. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Das stimmt, ja. Silberzunge, so viel haben wir noch nicht. Ja, ich weiß. Tschüss. Ich weiß auch nicht, ob wir das lernen können. Auf jeden Fall ein neuer ein weiterer Spielstand. So. Alter. Diese Spinnenviecher, ne? Lästig bis dort hinein. Alter. Bravo, sehr gut gemacht bei uns. Wir müssen denn schnell... Ja, das war klar, dass wir das nicht schaffen. Geh zurück, Hawkins. Ich möchte aber, glaube ich, trotzdem gerne hier die Höhle kurz mal anschauen. Vielleicht erwartet uns hier ein Schatz, vielleicht auch eine bessere Waffe. Weil Geld brauchen wir mehr als genug. Alter, Alter, ist schon gut. Ist ja schon fein. Was ist los hier? Mistviech. Au, au, au. Aui. Bei uns. Hallo? Jawohl, er hat doch Bock mal. So, passt. Der hat kein Auge. Der hat auch keins. Okay. Ah, ich glaube, da sehe ich Jade. Ich glaube, das können wir gleich mitnehmen. Was ist hier? Geisterblume. Aha. Auf jeden Fall nehmen wir mal das Jade hier mit. So. Hervorragend. Und dann schauen wir uns, glaube ich, hier unten noch ein bisschen um. Ich würde auch sagen, ich speichere nochmal schnell. So. Ja, bitte. Sehr gut. Komm her, du Krabbelfieh. Ja, du Krabbelfieh, genau. So. Da unten ist ein großes Krabbelfieh, sehe ich gerade. Zack. Au. Eine Grabspinne. Bei uns. Oh. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ja, bitte. Naja, ob die Mütze schön ist, glaube ich nicht. Au. 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 Mach ihn nieder. Ja, ja, ich probiere es ja schon. Autsch. Autsch. Bones, du könntest mich auch bitte mal heilen. Wäre auch sehr nett. Das ist aber lieb. Danke, Bones. So. Geht schon weiter. Hau noch feste drauf. So, gleich haben wir sie. Au, au, au. Aber jetzt. Jawohl. Sehr gut. Was haben wir denn da Schönes? Wahrscheinlich noch ein paar von... Ich muss dir leider sagen... Halt's Maul. Ich will nichts mehr von dir hören. Dann später vielleicht. Danke. In meinen Träumen bin ich oft selbst eine Spinne gewesen. Die Ratten und Frösche, von denen ich mich ernährt habe, waren eine echte Delikatesse. Träum lieber von einer Frau. Huch. Ja, eine Frau bin ich auch schon gewesen. Eine Frau bin ich auch schon gewesen. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, welche Frau das gewesen ist, nämlich die gute Patty. Ich hasse Insekten. So, noch eine Geisterblume. Ein bisschen Proviant für uns. Hervorragend. Überzeugend, das ist wieder speicherungswürdig. So. Da hätten wir, glaube ich, wieder... Kämpf endlich!
eine Felsspinne zum Ausrotten. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, man hätte das wahrscheinlich aufsparen können. Weil man dann wahrscheinlich die Fähigkeiten lernt, dass man... Upsala! Ich bin verletzt! Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh! Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen. Ja. Natürlich. Hier hinten ist zufällig nichts, ne? Na. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher, ob das hier nicht eine Zeitverschwendung ist. Was ich hier mache. Wieder mal. Könnte sein. Ich weiß auch nicht, welche Seite schlauer wäre, zuerst zu machen. Bin da leicht überfordert. Alter, Alter, ist schon gut. Dreckiges Viech. Zack, zack. Zack, zack. Autsch. Zack, zack. Zack. Immer fester drauf. Jawohl. Ja, ja. Ui, da hat eine Spinne ein Auge für uns. Wahnsinn. Noch eine. Wow. Was sollen wir denn das bitte hinschreiben? Bist du ein Pilz? Ja, das heißt 1 plus für unsere Proviant-Geschichte. Da habe ich die Geisterblume übersehen, Entschuldigung. So, von da sind wir gekommen. Ich probiere jetzt einfach mal den Gang hier. Und hoffe, dass wir nicht sterben. Und da kommen sie schon. Wieder 2 mindestens. Sehr gut. Sonst wäre es ja gar langweilig. Zack. Gleich haben wir sie. Au. Ah, 2. Jawohl. So. Ich hoffe, dass die jetzt bald eingeht. Noch nicht. So. Jetzt aber. Bei uns bitte einmal heilen. Wenn es möglich ist. Das wäre ganz famos. So. Ja, scheiß Spinnen, du sagst es. Wow! Das habe ich jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bones. Ich musste mal einen rumopfern. Er mag mich nicht mehr heilen. Kein Bock. Zack. Zack. Naja, ob das gut... Also, ich weiß nicht bei uns. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Ui, was haben wir hier? Altes Wissen. Okay, 2-mal sogar. Und eine Spitzhacke. Okay, das hat sich jetzt aber schon mal rendiert. Da hat er scheinbar einen Magier verjausnet, die Spinne. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Da muss ich gerade mal speichern. Aber das wird uns halt öfter mal bevorstehen, dass wir hier... Aha, hier ist gleich was für unser Äffchen. Gut, dass wir das dabei haben. Ich probiere es mal. Schau mal, kleiner Freund. Ich weiß, das sind voller Spinnenweben hier. Aber schau mal rein, ob du hier was... Okay, nö. Nein. Ist nix, okay. Ich dachte nur, vielleicht wäre hier ein Ring oder so, weißt du. Wo bist du denn? Da. Ja, bitte. Danke, mein Freund. So, dann schauen wir weiter. Aha, hier geht's mal ins Freie. Das ist sehr gut. Kriegen wir mal ein bisschen frische Luft. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Oh, Entschuldigung. Auf, was du machst. Entschuldigung, du standest mir im Weg. So, würdest du Bones bitte mal hier draufhauen? Au, au, au. Danke. Jetzt schlage ich ein paar
Bitte. Das wäre mir sogar sehr lieb. Vor allem diese Grabspinnen sind auch so furchtbar hässlich. Der Albtraum vieler Frauen und Männer. Zack. Zack. Zack, zack. Die hat nichts für uns. Okay. Dankeschön. Also Bones ist wirklich ein sehr wertvoller Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne ihn wäre ich schon unzählige Male kläglich verreckt. Das muss ich schon mal sagen. So, dann haben wir noch zwei von diesen Mistviechern. Ah, da liegt jemand. Aha. Au. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, dann gehen wir mal da zurück. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei und eine saubere. Jawohl. Da ist ja jemand. Douglas! Oh nee! Zwei Spruchrollen, Heilung und Kristallfackel. Sieht Douglas. So aus, als hätten ein paar Spinnen ihn so zugerichtet. Gold erhalten. Scheiße. Da oben ist ein Gorilla. Und wo wollte unser guter Freund hin? Vielleicht sollte man die Spinnen davor noch umbringen. Wenn wir schon mal hier sind. Hat er gerade ein Fass bewegt? Zack. 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 Autschi, autschi, autschi. Dankeschön. Der muss mal weg. Gehst du mal sterben, bitte? Danke. So, und jetzt bist du dran, du Mistviech. So. Zack. 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 Au. Zack. Geht schon, Bones. Au. Au. Bones. Oder auch nicht. Au, au, au. Jetzt haben wir ihn. Das wäre mir ganz lieb, wenn der nicht mehr aufsteht, ja? So, der hat wieder ein Äuglein für uns. Die hat nichts. Da drüben sind ja ganz seltene Gesellen. Das sind ja wieder mal diese Seeteufel. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Hier sehe ich einen Gorilla. Könnte man theoretisch auch gleich. Ne? Oi, mit Sandteufel. Das ist schlecht. Hü-hüpf. Wo sind meine Freunde? Ja, lol. Ja, besser du verschwindest. Aha, der Sandteufel. Okay. Der wollte mich gerade von hinten attackieren. Hast du das gesehen? So ein Mistviech. Halt, falsche Richtung. So, zack, zack. Naja, das ist aus meiner Sicht nicht wirklich ein Opferfleisch. Mm. Okay, nochmal. So, jetzt aber. Ein Silberrücken. Huja. So. Zack. Immer schwere Schläge. Wo sind die Jungs? Wo ist Bones? Wenn der mich jetzt einmal weghaut, habe ich nämlich ein Problem. Und ist schon so weit. Au. Au. So, einmal trinken. So. Ist Mut gerade ins Wasser gefallen? Ja, der hat sehr viel Mut. So, aber gleich haben wir ihn.
Und wir kriegen ein nettes Silberrückenfell. Au. Außer Bones hat keinen Bock zu kämpfen. Jawohl, geht ja. So, her mit deinem Fell. Dankeschön. Und eine Muschel nehmen wir auch mit. Also, jetzt muss ich es leider doch loswerden. Was denn? Ich beobachte deine Art, die Dinge zu regeln, ja schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du dich mir angeschlossen hast. Ach was, ich habe mich dir angeschlossen, sagst du? Ja, du bist ein feiner Kerl. Mach ruhig so weiter, dann wirst du es noch sehr weit bringen. So, das musste ich einfach noch sagen. Dankeschön, sehr nett. Dieser Mut. Na, unglaublich. So. Ein schönes Klingenblatt noch und noch eine Muschel. Der Mut ist echt ein Hammer. So, haben wir einen Silberrücken wieder erlegt. Sehr gut. Ja, schauen wir noch darüber. Das sind, glaube ich, noch 2 oder 3 Sandteufelchen. Die können wir ja auch noch ausrotten. Und dann sind wir vielleicht mit dem Eck hier fertig, unter Anführungszeichen. Vielleicht. Douglas haben wir jetzt ja gefunden. Naja, zack. 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 Und weiter feste drauf. Dann sollten wir auch mal vielleicht ein bisschen weiter questen, ne? Also streng gesehen tun wir eh questen. Es war gut, dass wir jetzt diesen Weg da gefolgt sind, wegen Douglas und so. Ich werde auch nochmal die Höhle zurückgehen. Einfach nur deswegen. Weil es gab ja noch einen zweiten Höhlengang. Und den wollte ich jetzt nicht auslassen. Au, au, au. Bones, ja bitte, walte deines Amtes. Vielen Dank. So, immer fester drauf. So, ist richtig. So, ist gut. Ja, eine Muschel bekommen. Sehr gut, noch eine Muschel. Kämpf endlich. Noch eine Muschel. Zack, au, au. So, mach auf deine Krabben, Scheren da. So, immer fester drauf. So, jawohl. Zack, und zack. Zack, sehr gut. Und her mit deiner Muschel. So, haben wir hier noch Muschelis? Keine Muschelis mehr. Passt. Dann können wir hier noch kurz raufklupschen. Ob hier noch was ist? Nee. Aber hier eine Schädelblüte. Gut. Dieses Fass, ne? Ich denke immer, da ist ein Viech. Unglaublich. So, noch eine Schädelblüte. Ich glaube, jetzt können wir wieder zurück. Klingenblatt. Und dann schauen wir uns mal den anderen Gang an, würde ich sagen. So, das schaut aus wie so ein Erzbrocken, ist aber in Wirklichkeit nichts. Ja, stimmt, speichern wir auch gut. So. So. Dap, dap, da, da, dap, dap. Da-da, dap-dap-da-ra-rap. Dap-da-ra-ra-rap. Da müssen wir runter. Und dann war da drüben rechts, glaube ich, wo es weitergeht. Wir hatten ja auch schon mal angefangen. Hier. Ah, die haben wir aufgebrochen, passt. Den haben wir auch schon gemacht. Du Krabbelfieh, genau. Wo sind die Kammerjäger, wenn man sie einmal braucht? Ach, das sind die wir. Au. Au. Nix wie zurück. Bones, hilf mir mal. Zack. Zack. Sehr gut. Kannst du mich mal heilen? Bin nicht verletzt genug wahrscheinlich. Da hat auch kein Auge. Okay. Wir könnten aber ein bisschen Proviant zu uns nehmen. So 2 Bissen.
zwei Bissen nur für uns. Aha. Hier, oh, ich hatte schon die Waffe. Oh, hoppala. So. Jetzt aber kriege ich einen Heal, das ist super. Aua. So, okay, darf ich jetzt mal? Oder auch nicht? Alter. So, diesmal weg. Au, au, au. So, aui. Es ist schon gut. Einmal, zweimal und wusch, zack. So. Du lästiges Ungeziefer. Na bitte, einmal ein Auge. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Danke, du bist zu gütig. So, dahin hätten wir noch eine große Spinne. Ich glaube, die werden wir auch zuerst machen. So, ja bitte. Vielleicht finden wir noch einen Schatz an oder so. Los da! Irgendwas ist hier aber eingegangen, glaube ich. Also es ist einiges hier eingegangen, das stimmt schon. So, bitte einmal heilen, das wäre ganz famos. Ah, ein Eingeborener. Vielleicht hat er auch noch einen Namen. Der schaut auch noch recht frisch aus, dass er hier gestorben ist. Vielleicht ist der relevant für uns. Alter, Alter. Einmal, zweimal, dreimal. Ja. So, ja. Danke fürs Heilen. Alte Dschungelspinne, okay. Ja. Ein hartes Spinnenbein. Yes. Daraus könnte man einen stabilen Griff fertigen. Jawohl. Okay, das war wichtig, dass wir hier sind. Toter Jäger. Drei rohes Fleisch. Hoffentlich ist das kein Menschenfleisch jetzt gewesen. Mhm. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Na, natürlich ist es kein Menschenfleisch. Wenn er schon Jäger heißt, dann heißt es, er hat Tiere erlegt vorher. Das heißt, wir haben jetzt einfach seine Beute an uns genommen. Eine Geisterblume. Super hartes Spinnenbein. Da kommt auch noch eine. Gott sei Dank sind wir nicht hier lang. Wir müssen gegen zwei Viecher kämpfen. So, hin ist sie. Die hatte jetzt gar keine Chance. Das lief ja hervorragend. Ich bin entzückt. Das ist sofort speicherungswürdig eigentlich. Dann hatten wir jetzt noch einen Gang, glaube ich, ne? Mal schauen, ob wir da auch noch questbedingt was finden oder zumindest vielleicht noch ein bisschen Jade. Wäre ich auch schon zufrieden. Hier hoch, glaube ich, war es, ne? Also zumindest mal ein Geisterpilz. Ja, ein bisschen zurückgehen, bitte. So. Gleich ist sie hin, die erste. So, au. Wir müssen aber aufpassen, sonst schlüpft da um die eine. Das wäre nicht so prickelnd. Die können wir auch gleich nachher angreifen. Na, würdest du? Danke. Ja, einmal heilen, das ist hervorragend. Ich danke dir. So, jetzt kann die hier schlüpfen. So, sonst hätten wir drei gehabt, ne? Und das ist ja nicht Not. Ui, da ist schon ganz schön finster jetzt mittlerweile. So. Die hat leider auch nichts für uns. Aber hier Astralquarz, okay. Da ist sogar ganz viel Astralquarz, wie es ausschaut. Da ist nämlich noch einer. Zwei Astralquarz. Das hört sich für mich ganz danach an, dass man es später als Magier brauchen kann. Oh, da ist noch jemand gestorben. Noch ein toter Jäger. Golderz. Da oben ist noch ein Astralding, glaube ich. Und da sehe ich noch eins. Kann ich das irgendwie... Oh, langsam. Kann man das hier irgendwie bekommen? Vielleicht mit Hüpfen. Vielleicht muss ich das im Sprung
tatsächlich ergattern. Oh. Oder so? Ich glaube nicht, dass das gerade richtig war. Aha, das geht so im Springen nicht. Vielleicht mit Hüpfen, so. Ich habe nicht genug Gold. Hier, nimm 1000, aber verschwinde endlich. Oh Gott, wie gemein. Den hätte ich jetzt aber schon noch gern. Ja, jetzt. Geht ja. Da unten habe ich jetzt noch ein paar Spinnentiere gesehen. Da waren jetzt 4 von diesen Astraldingern. Die sind sicher was wert. Also, da ist noch ein 5. Schau mal. Hier. Wenn ich hier hochkomme. Kann ich das runterballern mit irgendwas? Kann ich den... Opala, das wollte ich gerade nicht. Entschuldigung, Mut. Wie kriege ich... Was? Oh, hallo. Eine Spinne. Ja, ja. Du mich auch. Ja, ja, ist schon gut. Darf ich jetzt auch mal bitte? Vielleicht gibt es so einen Telekinese. Telekinese. Ja, genau, ich glaube, das war schon so. Als Magier einen Telekinese-Zauber, dass ich mir diesen Astralquarz da holen kann. Ach Gott, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Oder ich kann hier auf den Ast hüpfen. Was ist denn jetzt schon wieder? Noch eine Spinne. Noch 2. Okay. Ich sauf nochmal einen rum. Alter, boah, hau mich runter hier, ne? Mistviech. Au. Was ist denn los mit dir, du aggressives Ungeziefer? Alter, Alter. Alter, ich dachte, es wäre runtergefallen. Da, gleich ist er hin. So, der ist einmal erledigt. Okay, wie hat Bones das jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung. So, der hat ein Auge. So, darf ich das jetzt mal probieren, hier so, das noch zu bekommen? Das gibt's ja nicht. Warum hängt das denn so blöd am Bau? Ah, jetzt wär's gegangen. Lol. Irgendwie habe ich jetzt da... Ach Gottchen, wie ich das denn jetzt angestellt? Man muss noch richtig stehen, scheinbar. Jetzt. Jawohl, geht ja. Okay. So, das zu dem. Ah, hier ist auch noch welches. Mit einer Truhe. Kann ich... Ich hänge schon wieder wo fest. Ist eh logisch. Kann ich die öffnen? Kompliziertes Schloss. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwas habe mit... Mit Truhe öffnen. Also Schlösser knacken. Charakter. Warte. Ausrüsten. So. Ohrring. Habe ich nur das. Ringmäßig. Einschüchtern habe ich nur das. Amulett. Taschendiebstahl. Silberzunge. Bla bla. Ich glaube, da habe ich nichts mehr. Aber, warte, kann ich mir nicht was beibringen? Charakter, Fingerfertigkeit. Schlösser knacken 30. Ausnahmsweise. So. Okay, dann schauen wir mal. Ob das hier so stimmt. Nicht ganz. So, jetzt aber, ne? Ja, jetzt passt er. Ui, der Part ist auch zu Ende. Wir haben Gold, Jaguarfell, Pantherfell, Kristallfackel, Energiewelle. Nehmen wir alles mit und ich würde sagen, wir beenden den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!